Hallihallo Freunde, wir sind zurück bei Grey Matter im nächsten Teil und wir haben das Dreadhill-Anwesen im Inneren uns jetzt eigentlich fertig angeschaut. Jetzt heißt es wohl hinaus und draußen nach Hinweisen suchen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, denn irgendwo muss hier ein Hinweis sein, der uns weiterhilft. Hä? Telefon! Linkweller hier. Schnucki, ich bin's, Shell. Shelley, ich hoffe, du gibst mir wegen heute Abend keinen Korb. Ich habe einen guten Champagner gekauft. Und deine Frau hat ihren Bridge-Abend, ich weiß. Ich rufe eigentlich wegen der Uni an. Ich muss doch morgen meine Arbeit abgeben und... Also ich schaffe es wohl nicht ganz. Muffy war gestern krank und ich habe kaum geschlafen. Das muss dieses neue Katzenfutter sein. Du weißt doch, wie empfindlich ihr Magen ist. Shell, also, du weißt doch, ich darf niemanden bevorzugen. Also, wenn ich pünktlich abgeben soll, muss ich heute Abend an der Arbeit weiterschreiben. Dann sehen wir uns wohl erst wieder nächste Woche. Aha. Zwar nicht genau das, was ich mir erhofft hatte, aber vielleicht kann ich damit trotzdem irgendwas anfangen. Danke, Schnucki. Bis heute Abend. Da treibt er es hinter seiner Frau. Das ist ja auch mal krass. Hinterhof, Bushaltestelle, Haus, Eingangsschild. Ne, dann gucken wir uns mal den Hinterhof an. Statue. Na, hier habe ich mich aber auch schon großzügigerweise umgeguckt. Die Statue gefällt mir. Wenn sie nicht echt wäre, könnte sie aus einem Halloween-Laden stammen. Da will sie ja nicht reingehen. Ich will wissen, was da drin ist. Oder doch? Vielleicht ist ja irgendwo hier in der Nähe ein Schlüssel. Aha! Zierturm, Gebüsch! Gucke an, gucke an. Ich kann nichts erkennen. Aha. Zierturm, Fenstersims. Da ist nichts. Will die mich jetzt verarschen hier oder was? Vielleicht mit dem Messer irgendwas wegmachen? Wo sind denn jetzt meine Hotspots schon wieder? Oh Mann. Der Turm ist genau gegenüber von Davids Schlafzimmerfenster. Das sollte ich mir genauer ansehen. Ja. Unteres Stockwerk Türrahmen. Cooler Turm. Ich frage mich, welchen Zweck er hatte. Cooler. Ich will wissen, was da drin ist. Vielleicht ist ja irgendwo hier in der Nähe ein Schlüssel. Dann gucken wir uns in der Garage um. Vielleicht ist hier ja irgendwo ein Schlüssel. Naja, auch wenn nicht auf dem ersten Anblick. Hä? Was macht sie denn jetzt? Ah ja, funktioniert. Hat mich keinen Penny gekostet. Wow. Ich bin mir nicht sicher, ob schon mal jemand etwas so Nettes für mich getan hat. Ich bin vielleicht ein Sensibelchen. Da hinten kann ich ihn nicht anklicken. Gar nichts. Ich glaube, das da drunter ist ein Bentley. Nicht schlecht. Jetzt sagt sie auf jeden Fall schon mal mehr. Die sehen ziemlich alt aus und modrig. Gut, dann ist hier wohl auch jetzt nichts Interessantes dabei. Oh Mann! Tja. Statue, Turm.
Offizierturm, unteres Stockwerk, Statue. Vielleicht die Statue nochmal angucken. Jemand hat unter der Statue einen Schlüssel versteckt. Na komm. Da, ein ganz alter Schlüssel. Hallo, wo willst du hin? Jetzt rinn. Wow, staubige Treppe. Erstmal den Schlüssel weg. Schlüssel weg. Hallo, weg. Mann. Hier drinnen ist alles staubig. Außer dem mittleren Bereich der Treppe. Jemand muss sie erst vor kurzem benutzt haben. Jetzt bin ich mal gespannt wie ein Flitzebogen. Oha, nur ein Stuhl? Der Stuhl ist kein bisschen staubig. Merkwürdig. Da ist... Oh, okay. Man kann von hier aus direkt in Davids Schlafzimmer sehen. Oh, das macht mich echt wütend. Ja gut, aber wo könnte das jetzt ein Hinweis drauf sein? Auf der Scheibe ist etwas. Könnte ein Abdruck sein, aber ich kann es nicht genau erkennen. Fleck. Auf der Scheibe ist etwas. Könnte ein Abdruck sein, aber ich kann es nicht genau erkennen. Habe ich irgendwas, was mir da vielleicht weiterhilft? Charles Foto, Helenas Foto, Papier wie Puzzle. Lalalalalalalo. Tja. Komm. Auf der Scheibe ist etwas. Ja, war mir schon klar. War mir schon klar. Freunde, ich muss mal ganz kurz Schluss machen. Ich bin sofort wieder da. So, wieder da. Die Natur verlangte gerade ihr Recht. Und dem musste ich gerade Folge leisten. So, aber wieder da. Gott sei Dank. So. Schön. Wir haben alles. Und ich denke mal, jetzt müssen wir irgendwas finden, womit wir diesen Fleck in irgendeiner Art und Weise sichtbar machen können, um uns den anzugucken. Das hat jetzt so ein bisschen gerade so einen Touch von Sherlock Holmes, wenn man halt einen Fingerabdruck sichtbar machen will. Jetzt müssen wir halt nur irgendwas finden, weil haben tun wir nichts. Wo könnte jetzt was sein? Warte mal, der Aschebecher? Vielleicht die Asche? Das glaube ich jetzt nicht, aber... ne, wir können ihn uns auch wieder nur angucken. Da können wir es uns auch nur angucken. Das ist doch mies. Ich rauche immer noch nicht. Ja, ich will dich nicht verführen, keine Sorge. Ja, Dino. Feuerbocke, Aschenbecher. Ist auch nichts Neues. Nein. Was haben wir sonst noch hier? Kann Mrs. Dalton uns vielleicht irgendwas über den Turm vielleicht sagen? Hallo? Hallo. 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 Ja, sprich doch mal mit ihr. Wieso geht sie denn jetzt schon wieder zu? Aha. Ich kann gar nicht glauben, dass Dr. Stiles sich um die Reparatur meines Motorrads gekümmert hat. So etwas Nettes hat noch nie jemand für mich getan. Das solltest du nicht allzu viel drauf geben. Über Geld muss er sich nämlich keine Gedanken machen. Ah ja. Haben Sie diesen Schlüssel schon mal gesehen? Er ist für den Turm und ich habe ihn unter der Statue neben der Tür gefunden. Turm? Ja, der Zierturm gleich neben der Garage. Ach, dieses alte Ding. Da war schon seit Jahren niemand mehr drin. Nicht einmal als Laura noch am Leben war. Aber der Schlüssel sieht gar nicht so alt aus. Ich weiß auch nicht. An deiner Stelle würde ich lieber die Finger davon lassen. Der Turm ist irgendwie unheimlich. Okay, es ist die Unterredung und die Unterredung. Die Unterhaltung auch wieder
gegessen. Wieso steht denn da jetzt auf einmal Mehl hinter mir? Ist das Mehl? Nein. Kann ich etwas davon haben? Das schmeckt aber besser, wenn es in einem Kuchen ist, meine Liebe. Ich würde Sie abknutschen, wenn Sie jetzt einen Kuchen aus dem Ärmel zaubern könnten. Aber ich brauche nur ein kleines bisschen für was anderes. Nimm so viel du brauchst, Liebes. Cool. Okay, das erübrigt sich natürlich den weiteren Suchverlauf. Denn mit Mehlstaub, na, was kann man damit wohl machen? Jetzt ist nur die Frage, ob das auch die richtige Überlegung ist. Und wir jetzt dadurch den Fingerabdruck oder Fleck oder was auch immer es ist, dann sichtbar machen können. Es kann eigentlich nur ein Fingerabdruck sein, weil Scheibe, ne, also... Och Sam, jetzt geh doch mal ein bisschen schneller, Mann. Rin. Will ich mich jetzt verkackeiern hier? Das kann doch nicht sein. Na, wo willst du hin? Die Frau macht mich wahnsinnig. Hier hoch. Hoch. So, Fenster. So, Fleck jetzt mal mit dem Mehl und dann... Ha! Aha. Die Hand ist klein, kleiner als meine. Es muss die Hand einer Frau sein, vielleicht Helenas. Na, wieso denn Helena? Das ist der Handabdruck des Spions. Wenn ich herausfinde, wer es ist, kann diese Person was erleben. Ja, aber wie sollen wir... Das ist der Handabdruck des Spions. Ja. Wenn ich herausfinde, wer es ist, kann ja, diese Person was erleben. Gut, also ich denke mal, das wird dann wohl der versteckte Hinweis gewesen sein, was? Na, wie geht's hier wieder raus? Warte, den Stuhl vielleicht noch angucken? Vermutlich hat jemand Stunden hier oben auf diesem Stuhl verbracht. Mir wird schlecht, wenn ich nur daran denke. Okay. Dann machen wir das mal so. Dann hier wieder raus. Na, hier gibt's nichts. Gut, dann schauen wir mal auf die Karte. Also Universitätsmuseum muss ich nicht, aber zu allen anderen muss ich. Ach du liebe Zeit. Fangen wir erstmal hier oben an. Ach ja, der Link. Ja. Kann man das vielleicht in irgendeiner Art und Weise nutzen? Okay, sie klopft auf jeden Fall schon mal an. Herein! Und wir können sogar rein. Reiß dich zusammen, Sam. Guck dir dieses Riesenzimmer an, ey. Für eine einzige Person. Ja, was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Sam Everett. Ich arbeite für Dr. Stiles. Wie bedauerlich. Was wollen Sie? Ich will, dass Sie Stiles in Ruhe lassen. Mehr Ruhe als er kann man doch gar nicht haben. Ich weiß, dass Sie ihn immer noch hassen und versuchen, ihn mit Ihren Tricks auf dem Campus zu ruinieren. Lassen Sie ihn in Ruhe. Wenn nicht, erzähle ich Ihrer Frau von der Affäre. Mit Shelley. Was? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie wissen ganz genau, was ich meine. Hören Sie zu, junge Frau. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was Sie eigentlich wollen. Wenn Sie versuchen, mich zu erpressen, fliegen Sie hier schneller raus, als Sie bis drei zählen können. Wie Sie wollen. Ihre Frau wird es dennoch erfahren. Also wenn Sie die Gerüchte meinen, die ich über Stiles in die Welt gesetzt habe, das ist Jahre her. Stiles hat sich sein eigenes Grab geschaufelt, so zurückgezogen, wie er lebt. Das können Sie nicht mir in die Schuhe schieben. Ach ja? Und warum ist Ihre wissenschaftliche Hilfskraft bei Stiles neuem Experiment mit dabei? Ich weiß genau, was Sie und Malik vorhaben. Was? Malik. Er macht bei Stiles Experiment mit.
Was ist das? Oh oh. Ich glaube, der hat den Spion entdeckt. Was passiert denn? Junge Frau, Sie haben 5 Sekunden, um aus meinem Büro zu verschwinden, bevor ich den Sicherheitsdienst der Universität rufe. Na toll, Sam. Es gibt exakt 2 Möglichkeiten, eine Sache zu machen. Eine richtige und deine. Super. Aha. Was könnte man jetzt hier tun? Da geht's nicht weiter. Nein. Oder doch? Nein. Ach so, starten wir. Einerseits wirkt sie herzlich, andererseits bedrohlich. Hm. Sieht ein bisschen wie eine dem Wahnsinn verfallene Mutter aus. Was macht eigentlich unser... Der Geist des Dreadhill-Anwesens. Guck mal, das haben wir schon mal komplett gelöst. Insgesamt 26. Planänderung 0, das 0 und Bonus 45 Ermittlungen im Club der Lämmer. Im Club der Lämmer. Heißt also wieder, dass der... okay. Super. Dann haben wir das hier schon mal komplett abgearbeitet. Den, wie heißt es denn? Der Daedalus-Club, dass der wieder hier mit dabei ist. Zentrum von Oxford geht eigentlich nur wieder... Da will ich jetzt erstmal nicht hin. Wieder in den Zauberladen. Hier konnten wir... Speisesaal, kannst du da jetzt mittlerweile rein? Ansonsten denke ich mal wieder ins Hauptschiff. Doch! Wie geil. Ach, du liebe Heiliger. Wie sieht's denn hier aus? Tom Gott. Gemälde. Ein Gemälde mit 3 jungen Frauen. Wieso kann ich das anklicken? Sehr, sehr komisch. Beweg dich schneller. Ach, hier geht's noch weiter. Weiter, weiter, weiter. Was? Danksagung. Das gesamte Team des Films Harry Potter und die Kammer des Schreckens möchte hiermit dem Christchurch College dafür danken, dass uns dieser prachtvolle Saal als Drehort für Hogwarts, Schule für Hexerei und Zauberei, zur Verfügung gestellt wurde. Ist ein Ding. Es kommt auch eigentlich gut hin, ne? Also... Ich meine, ich bin kein Harry Potter-Fan, ich habe die Filme auch nicht gesehen, aber so das, was man so aus Ausschnitten mal gesehen hat, kommt das dem Ganzen doch schon recht nahe, doch, muss man sagen. Und kann ich mir den Feuerbock angucken? Wieso stehen denn da? Diese Feuerböcke haben Lewis Carroll also dazu inspiriert, Alice diesen langen, langen Hals zu verpassen. Nicht schlecht. Allerdings fällt mir nichts Außergewöhnliches an diesem Hals auf, abgesehen davon, dass er lang ist. Aha. Feuerbock. Hut. Auf dem Hut ist irgendwas, aber es ist ziemlich klein. Haben wir denn irgendwas, womit man es größer machen kann? Natürlich nicht. Nichts. Na, nichts. Toll. Aber gar nichts. Absolut nichts. Ich kann nichts Auffälliges erkennen. Okay. Gut, dann vermute ich mal, lass uns jetzt mal gucken. Genau, da müssen wir eventuell doch zuerst ins Zentrum, denn ich vermute mal, jetzt auch in diesem Kapitel gibt es wieder ein Rätsel des Daedalus-Clubs. Heißt also, wir müssen erst einmal wieder in den Zauberladen, müssen uns dort die Sachen holen und können dann hoffentlich die Puzzleteile finden. Eine von Leonardo da Vincis Zeichnungen ist die eines Fledermaus-ähnlichen Fluggeräts genannt. Da will ich rein. Hä? Miss Everett, ich hatte gehofft, dass Sie heute hier vorbeischauen. Freut mich, dass Sie mich vermisst haben. Ich habe vorhin ein bisschen ausgemistet und etwas gefunden, das Ihnen gefallen könnte. Und was?
Was ist das? Eine magische Laterne. Man stellt ein Bild hinein und die Laterne projiziert es dann wie ein Hologramm nach außen. Mal sehen, ob sie noch funktioniert. Oh, wow! Da ist ein Schmetterling dabei, aber Sie können jedes beliebige Bild dafür verwenden. Früher hat man solche Laternen gerne bei Seancen benutzt. Was kostet sie? Sie stand jahrelang im Schaufenster und es wäre unangemessen, dafür Geld von Ihnen zu verlangen. Ich schenke sie Ihnen. Oh, wirklich? Das ist ja nett von Ihnen. Danke. Vielleicht kann ich sie ja irgendwann mal bei meinen Shows benutzen. Genau. Danke. Gern geschehen. Wie nett. Der ist ja echt nett. Okay, dann Fragerunde, aber erst im nächsten Teil, Freunde. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich jetzt hier aufgenommen habe. Und dann machen wir weiter hier im Daedalus Club. Bis dann, NRW über 8, beziehungsweise im Magieladen. Also Daedalus Club ist ja wieder was anderes. NRW über 18, adieu.